Hallo meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Das wird jetzt auch bloß ein ziemlich kurzes Ankündigungsvideo sein, denn ich habe es jetzt schon bei mehreren gesehen, die haben so ein Ankündigungsvideo gemacht und ich dachte mir, das wäre vielleicht ganz nett, dass ihr eben auch wisst, dass ich auf der Frankfurter Buchmesse sein werde. Ich bin Samstag und Sonntag da, Samstag den ganzen Tag, also von morgens bis abends. Da habe ich mir dann auch ein Hotelzimmer genommen, dass es sich dann eben für mich lohnt, weil ich fahre halt doch so circa 4 Stunden. Und den Sonntag bin ich dann nicht den ganzen Tag da, weil wir am Abend dann irgendwann wieder heimfahren werden. Und je nachdem, wie lang es dann eben auch geht, wie lange ich dann auch Lust habe. Ich werde natürlich dann auch an den Booktuber-Treffen dann teilnehmen. Da werdet ihr mich definitiv dann finden. Und ich habe mir so ein paar Sachen rausgesucht, an welchen Ständen ich dann auf jeden Fall sein möchte, welche Bücher ich mir signieren lassen möchte. Da habe ich mir dann auch so ein paar Sachen rausgesucht. Ich denke mal, je nachdem, wo dann auch wirklich viel los sein wird, ich werde da dann vielleicht auch ein paar Abstriche setzen. Aber ich habe gesehen, dass Cassandra Clare ja eben auch kommt. Da habe ich dann vor hinzugehen. Andreas Eschbach war mit auf der Liste. Den fand ich auch total interessant. Dann Mona Kasten habe ich gesehen, die kommt ja auch. Und je nachdem, wo halt wirklich viel los ist, da werde ich dann halt auch gucken, was sich dann wirklich lohnt und ob es dann Sinn macht, mich da dann anzustellen. Natürlich darf Sebastian Fitzek ja auch nicht fehlen. Ich habe dann natürlich auch geguckt, okay, von wem habe ich jetzt Bücher? Ich weiß jetzt nicht, wart ihr schon mal auf der Frankfurter Buchmesse? Für mich wird es jetzt das erste Mal sein. Ich weiß nicht, was nimmt man da mit? Einen Rucksack? Ich habe keine Ahnung. Ich habe gehört, dass man seine signierten Bücher oder halt die Bücher, die zum Signieren da sind, an der Garderobe abgeben kann. Andererseits, wenn das jeder macht, ist es ja, glaube ich, auch ein bisschen blöd. Also da weiß ich jetzt noch nicht so genau, wie ich das machen werde. Und ja, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns auf der Buchmesse treffen, wenn wir uns sehen. Ich meine, ich finde es immer toll, euch kennenzulernen natürlich auch und auch natürlich ein paar bekannte Gesichter zu treffen, wo ich dann auch weiß, die kommen. Weil man sieht sich ja halt auch nicht alle Tage und das würde mich freuen, wenn ihr natürlich dann auch auf mich zukommt, dass wir so ein bisschen quatschen können. Liebend gern, ich freue mich da total drauf, ein paar neue Leute kennenzulernen und ja, die Leidenschaft der Bücher zu teilen. Ja, das war's auch schon von mir. Ich möchte da jetzt auch nicht lange drum rumquatschen, nur dass ihr eben auch Bescheid wisst, dass ich auch komme. Da bin ich auch schon total aufgeregt. Das sind ja nur noch ein paar Tage, wo es dann ja losgeht. Und ich habe ja da extra Urlaub genommen, dass ich dann eben auch hin kann. Und ja, ich hoffe, dass wir uns dann sehen ganz bald. Und ja, ich verabschiede mich in diesem Sinne und wünsche euch noch eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns dann auf der Buchmesse sehen. Und ja, habt noch eine schöne Zeit. Tschüss!